Das weiß ich nicht. Dafür habe ich die Wahrnehmung von außen nicht mitbekommen. Am Ende des Tages haben wir das Spiel verloren. Das ist bitter, das tut weh. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit viele Sachen richtig machen. Ja, es dann in der zweiten Halbzeit einfach einen Tick zu schnell geht und ja, man gegen Flensburg einfach über Niveau performen muss, um dort zu gewinnen. Es gibt ja im Grundsatz zwei Ansatzpunkte. Wir können uns jetzt, wir können jetzt traurig darüber sein und uns darüber aufregen, wie viel Pech wir haben oder warum jetzt gerade die Krankheitswelle so bei uns grassiert. Oder wir können das lösungsorientiert angehen und das ist unser Ansatz. Wir müssen einfach Lösungen finden. Vielleicht sind das auch zum Teil Lösungen, die sehr atypisch sind, untypisch sind, die für uns dann schwierig sind, aber für den Gegner genauso, weil das Dinge sind, auf die sich ein Gegner vielleicht dann auch nicht genau vorbereiten kann, viele Dinge nicht weiß. Und ja, in dem Problem kann dann auch einfach direkt eine Lösung liegen und vielleicht auch sogar eine Strategie, um gewisse Dinge erfolgreich zu gestalten. Das kann durchaus sein, muss nicht, aber es ist durchaus ein probates Mittel, um vielleicht dann auch ein bisschen Energien zu verteilen, Körner zu sparen, mal verrückte Dinge auszuprobieren, ja. Ja, eine wahnsinnig variable Mannschaft, finde ich. Ich finde, gerade was die Kaderzusammenstellung angeht, scheint das schon mit Sinn und Verstand alles getätigt worden zu sein. Da hat man meines Erachtens wirklich gute Arbeit gemacht. Jede Position bringt einen unterschiedlichen Spielertyp mit. Sie sind, ist eine Mannschaft, die innerhalb eines Spiels mit verschiedenen Ideen angreift, eben aufgrund der verschiedenen Spielertypen. Das macht es in der Vorbereitung sehr schwierig. Eine sehr aktive, offensiv interpretierte 6-0-Abwehr, die in dem System oft schwimmt, von der 6-0 in eine 5-1, in eine 4-2. Das hat schon Hand und Fuß, das ist sehr systematisch und ja, das bedarf viele gute Lösungen von uns.